Hallo zusammen und winterliche Grüße hier aus dem Foodlauschen Testlabor mitten im Schnee. Ihr könnt es gerade sehen. Sitze ich hier, nicht so ganz, aber ihr seht es, dass es so ist, aber es ist nicht so, um euch neue weihnachtliche, winterliche Süßigkeiten vorzustellen, die Nestle jetzt demnächst rausbringen. Und wir fangen einfach mal direkt an mit den Dingen, die ich nicht hier jetzt für euch öffnen werde, weil ich sie so schrecklich finde, dass ich sie einfach der Tafel gebe. After Eight. Denn ihr wisst, wenn ihr versierter Foodlove-Zuschauer seid, wenn nicht, unbedingt diesen Kanal abonnieren. Ich mag Minze nicht in Süßigkeiten und damit auch kein After Eight. Es gab zwar mal ein After Eight mit Erdbeerminze, das war fast schon okay, aber an sich ist das nicht so ganz meins. Wir haben Weihnachtskugeln, Dark Chocolate with Mint Filling. Die einige von euch werden es wahrscheinlich mögen, dann freut euch drauf. Ich persönlich tue das nicht. Leider geht es weiter mit After Eight und zwar Winterpralines in tatsächlich sehr coolen Formen, wo ich es fast schon ein bisschen schade finde, dass es die nicht in anderer Füllung gibt. London Design Edition, Merry Christmas. Wir haben zum Beispiel das London Eye, müsste das ja sein. Hier hinten kann man es noch sehen. Mit Doppeldeckerbus, dann die Brücke. Weiß ich nicht, wer das ist. Mary Poppins ist das hier. Das soll, glaube ich, wirklich Mary Poppins sein. Dann etwas, was aussieht wie ein Vorhang. Und eine Frau mit geschwungenen Haaren. Ich kann das leider nicht gerade anders beschreiben. Das gibt es auch. Auch nichts für mich. Und hier machen sie sogar Werbung damit, dass es einzeln verpackt ist. Auf anderen Packungen macht man dann. Das ist total absurd. Achtung, einzeln verpackt. Und hier mit Papier. Da widerspricht Nestle sich irgendwo selbst. Hey, wir machen jetzt einen auf Natur und da packen wir die Sachen doppelt und dreifach ein. Genau, das ist nämlich jetzt hier etwas, worauf ich mich hier am meisten freue. Und zwar die Smarties Festive Friends. Also sprich weihnachtliche Figuren, die niedlich aussehen. Das geht auch in Richtung von deren Adventskalendern. Die haben ja so ein ähnliches Design seit einiger Zeit. Mit Pinguin oder Nikolaus mit großem Kopf und damit extra niedlich. 8 Stück für mit 65 Gramm. Ich habe hier eine Info. Steht ja auch ein Preis drauf. Nee, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ich kann mir vorstellen, dass die so ungefähr 1,50 kosten. Für 65 Gramm nicht gerade günstig. Unter Vorbehalt, ich weiß es nicht genau. Ist gefüllte Milchschokolade mit 7% Schokolinsen und Zuckerüberzug. Nochmal extra Zucker drüber. Da gucken wir mal direkt rein. Aber hier, obwohl, hier schreiben sie auch drauf. Extra verpackt. Ist bei solchen Sachen, aber also seien wir ehrlich, ne, Umweltverschmutzung hin oder her. Natürlich sollte man eine Verpackung so weit reduzieren wie möglich. Aber wer möchte jetzt hier schon einen einzigen Klotz Schokolade drin kleben haben? Also die müssen einzeln verpackt sein, genauso wie After Eight. Es riecht schon schokoladig. Süß. Ein kleiner Bär. Guck mal, ist der Bär im Schnee? Kann man das so sehen? Sieht das überhaupt so aus? Und hier hinten sind ein paar Schokolinsen drauf, die ehrlich gesagt ein bisschen jämmerlich wenig aussehen. Ich habe ihm jetzt mal den Kopf abgerissen. Hier ist ein bisschen Milchcreme-Füllung. Ich muss mal genau in den Kopf reinbeißen. Mmh, Bärenkopf. Ja, schokoladig, sehr süß, ein bisschen Milchcreme und das leichte Knacken von Schokolinsen. 7% hätten sie ruhig mal ein paar mehr reinmachen können. Aber schmeckt ganz gut, ist aber auch absolut nichts Besonderes. Und zumindest die Umverpackung, hier hört es auf, hätte deutlich kleiner sein können. Also das muss dann nun auch wieder nicht sein. Schön aussehen tut es trotzdem. Ähnlich, nur diesmal nicht in Papier, sondern in Plastik, warum auch immer. Dafür auch wieder einzeln verpackt von KitKat. Auch 8 Stück, auch 65 Gramm. Hier haben sie es komischerweise hinbekommen, die Packung kleiner zu machen. Erklär mir bitte einer, was das soll. Beides 8 Stück, beides 65 Gramm, also gleicher Inhalt. Aber, ne, dachten sich wahrscheinlich, oh, hier ist Papier drin, damit verschmutzen wir die Umwelt ein bisschen weniger. Deswegen können wir die Packung größer machen, um es dann auszugleichen. Nee, keine Ahnung, aber es ist schon ein, ja, verstehe ich nicht. Rentier, Schneemann und Lebkuchenmann, beziehungsweise Milchschokolade mit einer Füllung mit fettarmen Kakao 3,5%, Knusperzerealien 2,7%, Kekstücke 2,7% und Waffelstückchen 0,8%. Also KitKat-Style. So sehen sie aus. Und hier auch mal ein Beispiel. Hier haben wir einen süßen Bären
mit Mütze obendrauf. Ja, und kleinen KitKat-Schuhen, so wie Nike. Statt Nike gibt es dann eben unten KitKat-Abdrücke im Schnee. Gab es so eine Werbung bei, so eine Szene bei Futurama? Da hat Fry zum ersten, ist Fry, wenn ihr übrigens die Futurama nicht kennt, ihr müsst es euch angucken, da ist Fry zum ersten Mal auf dem Mond und statt dass man damals dann diesen NASA-Schuhabdruck hat, einfach mit dem Profil, ist da dann so ein Nike-Zeichen drunter. Hier die Füllung, einfach so eine Schokofüllung. Knusprig, ihr hört es vielleicht. Ja. Ja. Schmeckt. Ist aber, ja, geht in Richtung KitKat. Natürlich ein bisschen schokoladiger, weil ein bisschen weniger Waffel da ist. Schmeckt ganz gut. Aber haut mich jetzt auch nicht aus den Socken. Wann soll das alles kommen? Zur kommenden Weihnachtszeit und so weiter. Und so weiter in den Supermärkten. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Kleiner Einblick auf das, was euch noch so im Supermarkt erwartet. Was interessiert euch davon? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Oder kauft ihr überhaupt so hart auf Weihnachten getrimmte Sachen? Seid ihr dafür anfällig? Oder denkt ihr euch so, ist mir scheißegal? Schreibt es mir und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.